Hallo alle, alle! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Broken Journey. Es geht weiter mit Chaos Tobacco. Und zwar heute geht es um den Lemon Tea. Das Ganze soll sein Earl Grey Lemon Mint. Lemon Mint. So schaut das Ganze aus. Schnitt ist wie die anderen Tabaksorten auch eher mittel. Wo wir hier ein Blatt drin hatten. Leute. Passiert. Leute, passiert. Jeder hat einen Share daheim. Schnipp, schnapp. Konzentriert euch. Sag sowas nicht. Also riecht wirklich schön erfrischend. Muss ich ganz ehrlich sagen. So einer schönen Zitrone mit einer leichten Minznote. Gefällt mir geruchlich auch sehr gut. Ja. Ja, ich musste gerade lange noch dran riechen, damit ich diesen Geruch von dieser, von diesem Zipper hier nicht mit drin habe. Finde ich auf jeden Fall sehr erfrischend. Eine sehr natürliche Lemon, finde ich. Also jetzt nicht so richtig so, ich weiß nicht, Lemon kennt man halt so Klosteinmäßig. Trifft hier aber absolut nicht zu. Es ist wirklich eine sehr erfrischende, natürliche Lemon. Gefällt mir richtig gut vom Geruch her. Auch geschmacklich gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut. Ist quasi auch wirklich das, was es im Geruch wiedergibt. Ihr habt eine schöne, spritzige Zitrone mit einer ganz leichten Minznote, aber auch nur. Ich finde, die Minze ist kein bisschen zu stark. Ihr habt eine leichte Kühle im Hals. Wirklich optimal. Also nicht, dass ihr so irgendwie fuck, ist das kalt, sondern wirklich ganz schön kühlend erfrischend. Wirklich geil. Gefällt mir sehr gut. Also ich bin bis jetzt von allen Sorten vom Chaos echt begeistert und vor allem überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Genau. Dass sie da so gut, aber haben ja auch lange dran entwickelt, muss man ja auch sagen. Echt gut, Freunde. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich auch finde, egal wie du den raus, ne? Der drückt nicht, der kratzt nicht, der ist, der hält auch Hitze aus. Ich finde das geil. Also habt ihr echt gut gemacht, Jungs. Wahnsinn, Respekt dafür. Ist mal wieder, auch speziell dieser Geschmack ist auch wieder was anderes. Ne? Ich kenne es halt so auch noch nicht. Finde ich cool. Man merkt halt wirklich auch noch dieses Earl Grey Tee-mäßige noch ein bisschen raus. Ne? Es ist echt eine geile Kombination. Ich glaube, davon werde ich mir auf jeden Fall öfter mal was gönnen. Ich stelle mir den auch richtig gut zur Sommerzeit vor. Ja, der ist nicht zu kalt, der ist wirklich sehr, sehr angenehm, sehr erfrischend. Da habe ich echt Bock drauf. Passend dazu ist die Sonne auch heute schon draußen. Leider noch ein bisschen zu frisch, um draußen zu drehen. Wird aber auch bald wieder kommen. Aber wirklich, also ich bin wirklich begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt ja auch wirklich viel zu sagen. Wirklich, Probierempfehlung ist da. Bis jetzt für alle Sorten, die ich geraucht habe, definitive Probierempfehlung. Am besten geht in den Laden, holt euch alle 5 Sorten. Seid jetzt für 50 Euro los. Habt ihr ein halbes Kilo Tabak, 5 verschiedene Sorten. Echt geil. Preislich 9,90 Euro, 100 Gramm. Daumen hoch. Mehr gibt es ja von meiner Seite aus nicht zu sagen. Nein, der qualmt auf die Runde. Finde ich auch sehr, sehr geil. Ne? Tabak ist immer schön. Wie eine Dampflok, Jungs. Wie eine Dampflok hier. Knallgas. Finde ich gut. Kaufempfehlung ist da. Definitiv. Wir sind damit raus. Machen weiter mit den nächsten 2 Sorten haben wir noch. Genau. Und sagen wir nach jedem Review, bleibt geschmeidig.